So, liebe Freunde, willkommen zu einer neuen Folge von unserem Let's Play Together Supreme Commander Forge Alliance. Hatice? Supreme Commander. Sie traut sich nicht. So, Supreme wir spielen Commander. 4 gegen 4. Cardis, Sebastian, ich, Hatice, Dennis. Mit dem TS ist noch der Nils und unser guter Kumpel, der Chucky. Oh Gold. Ne, Nils, der alte Fötus Finger. Der Nils, der guckt hier gerade, während wir aufnehmen, so ein paar Mode schauen. Deshalb nicht wundern, wenn da mal so ein... Ich glaube, es leckt jetzt schon. So ein kleines... Oh, wie das Kichern immer. Na. Wunderschön, die Tube Ketchup brauchst, damit es besser gleitet. Oh, ekelhaft. Ey, ich habe ja auch noch Curry Ketchup stehen. Ey, ich habe hier Barbecue Ketchup stehen. Ekelhaft. Ja, als Gamer musst du immer irgendwo eine Soße hier parat haben. Scheiß als Gamer und als Pornostar hast du das in selben Auftrag. Da musst du auch irgendeine Soße immer bereit halten. Oh, Tim. Ja, der Tim muss sich da auskennen, ne? Oh, ich muss immer liefern, ey. Du bist so ekelhaft. Oh, Tim, heute schon wieder zu spät. Ihr habt die 5-Minuten-Regel. Also, Sebastian, dein Commander ist nicht gelaufen, ne? Nein. Krass. Krass. Seid ihr noch wirklich alle konzentriert? Mhm. Nein. Ja. Nils, du guckst weiter deine Videos. Oh, diese. Und Nils, was glaubst du, geht da noch was heute bei dir? Was? Bei Nils läuft. Da läuft es. Goldene Fingernägel, wie sieht das denn aus? Ey? Denkt ihr, die ist Pharaos Braut oder was? Mhm. Und dann ist wieder hier Dingmas Extract, ne? Ja, nehmt euch einfach alles. Ja, du hast da viel. Wir sollten den Freunden keine lackierten Fingernägel haben. Geil, oder? Aber wie viel Gespräche finden in ihrer Zeit gleich statt? Deine Mutter, dein Vater und dein Onkel. Der Nietz ist übrigens sehr speziell, Chucky. Also. Das weiß ich und es ist mir ganz sympathisch und ich würde den gleich mal gerne auf ein Bier einladen. Oh, cool. Aber dann ein Radler. Radler besser. Radler? Warte, keine Radler Leber ist kein Bier, ein Radler ist eine Limo. Ich trinke keinen Alkohol. Ja, für mich reicht die Limo schon, wenn es eine Limo ist. Ja, ich kann auch keinen Alkohol haben, deswegen trinke ich immer Pizza Eis. Aber Chucky, du darfst mich trotzdem einladen. Braucht nur zwei Ja, Radler. Natürlich, ich würde dich gerne auf einen alkoholfreien Cocktail einladen. Aber das ist doch gut, wenn man nach wenig zu trinken schon besoffen wird, dann spart man ja, Geld. Ja, das ist ne? Total toll, Nils. Gut. Ja, da spart man Geld. Das ist von deinen Kollegen ne? abgeführt so Geld und irgendwann kotzt du wie so ein Weltmeister. Hat man schon gute Laune und man hat gar nicht. Ich muss den Chucky noch auf ein Eis einladen. Mhm. Hab ich ihm versprochen, mehrmals. Mal zum Lecken oder was? Ah, denk dran, die Eiskugel, Vanilleeis, muss in deinem Bauchnabel sein. Oh. Da kam wieder das bewertende O von ihm. Oh. Lass mich raten, sie hat auch einen schönen Bauchnabel, nicht nur schöne Brüste. Hab ich einen schönen Bauchnabel? Bauchnabel-Piercing hat es aber, glaube ich, leider nicht. Oh. Also nicht zum Knabbern da. Nee, aber ich weiß, wer einen schönen Nippel-Piercing hat, Nils. Ja. Bauchkette ist auch nicht schlecht, oder Bauchnabelkette. Mhm. Ah. Also ich mache jetzt erstmal nur Luft. Ja, wir machen das so wie beim letzten Mal. Sag mal, wieso fragst du es eigentlich jedes Spiel? Du machst, einer von euch macht Bomber, der andere Abfangjäger. Ich hab jetzt extra Cyprum genommen. Ja, du machst Bomber. Ja, ich kann auch Kanonenboote machen. Hast du heute gesehen, der im Livestream, was er geschrieben hat, zum Orca, dass das ein Gunship ist von UAF? Im Livestream. Guckt euch die Kommentare an. Werden leider nicht gespeichert. Schade. Hä? Schade. 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 Ich komme sie nicht, schade. Ja, das ist nur oft bei euch, Jungs. Matthias, darf ich den da unten rechts noch nehmen? Was? Ja klar. Oder ich wollte eh den da oben geben. So, ich nehme den da unten gerade. Ich laufe da auch hin, warte, ich gebe ihn dir einfach. Hey, wir werden von Gelb angegriffen. Oh! Oh, das ist ja teilweise sehr dürr.
Boah, heftig. Was sollen wir jetzt machen? Was ist alles, ja, du? Ich guck mal, wie viel ich ergattern kann, dann gebe ich dir noch was. Wir müssen mal gerade kurz drüber nachdenken, wie wir jetzt da vorgehen. Wegen dem Angriff von dem Gelben. Ja, ich baue Bomber. Ragequit, würde ich sagen. Das Problem ist, sie sind gleich bei mir. Ja, ich sehe es. Hast du deine ACU? Ich hab gleich Bomber. Zu da spät. Ist er schon einer, wunderbar. Der geht gar nicht zu mir, der geht zu Sebastian. Oder zu mir. Oder zum Bomber. Ja? Hab ich gemoved? Nein. Ich bin noch im anderen TS. Ach schön. Gut zu wissen. Ey, ihr kümmert euch mal kurz um das, was bei Sebastian passiert. Das ist gerade ja, wichtiger, als dass schon. Irgendeiner gemoved wurde hier. Chucky, lass das. Der Nils. Gut, Sebastian, sehr gut. Cool. Ist doch gut, dass du jetzt wieder alles in Ordnung. So, Konzentration hochhalten. Boah. Oh, cool. Der Grau ist hier oben. Cool. Alter, leckt das oder was? Wie ja, läuft das hier? Immer so wieder ein bisschen leckt das. Ekelhaft, ey. Schön. Scheiße, da kommt voll viel. Guck mal, Leute. Wo kommt voll viel? Wo nicht? Ja. Habt ihr kurz Strom für mich? Ja. Ich glaube, das Netz hat alle. Ja. Bitteschön. Okay, warte. Ich bin auf T2 am Boden. Ja, ich auch. Ich mach schon Amphibienpanzer. Ich dachte mir, ich mach das auch mal, Tim. Ist doch nicht schlimm, oder? Nee, die Idee ist ja super eigentlich. Alter, ich bin mit meinen 5 Panzerchen da durchgefahren. Danke, Scheiß. Hammer, was der für schöne Augen haben, ey. Voll schön betont überall. Der Nils ist weg. Boah. Nils ist in seiner Welt. Heute Nacht wird er noch Spaß haben. Soll ich dir mal schöne Augen zeigen? Er zieht ein Bild von Boah. Mir. Das ist echt süß. Buddy. Woher weißt du das? Okay, dann schicke ich ihm was anderes. Okay, oben, Achtung, Durchbruch von 4 Einheiten oder so, wenn wir Glück haben, laufen oh die einfach. Oh mein Gott. Können wir das schaffen? Ey, du hast doch Dev gebaut. Ja, es geht aber einfach darum, dass wir das wissen. Ich sag's dir nicht, weil ich denke, dass sie durchbricht. Ich sag's dir, weil ich nicht will, dass sie durchbricht. Auf T2. Strom gleich. Kann jemand noch mal kurz Strom geben? Gerade nicht. Ich kann noch Strom geben, Tim. Alter, warum greifen die denn nicht an? Können die Panzer da rechts eigentlich über Wasser? Welche?
gleich. Danke, wer immer mir gerade Strom gegeben hat. Dafür nicht. Baut Raketenverteidigung auf jeden Fall bei euch. Ich mach da kommt irgendwo Luft. Ah ne, das ist da unten. Das bist du. Ich dachte, dass ich habe das ein falsches Geräusch gehört. Hab mich vertan. Danke, Irrer. Alter, mein Amphibienpanzer fetzt hier alle weg. Er schreibt mir hier gerade. Achtung, wir werden oben angegriffen. Ja, das war nur schnell auf dem Michelgucker. Das ist ein gelber Bombe ist da. Ey, die nerven, Mann. Ja, boah, schöne Augen. Wow. Sebastian, theoretisch kannst du mir ein paar deine orangen Einheiten am Boden da oben einfach geben. Ja, aber große Augen. Dann kann ich da was machen. Praktisch kann ich das auch. Okay, danke. Das sind nicht echt die Augen, ey. Wow. Oder nachgeholfen? Nein. Es gibt Frauen mit schönen großen Augen. So riesig, sieht aus wie der Alien, ey. Du bist auch gern sehen. Ich kann ja. Ja, das kümmere dich mal um das, um die, genau, machst du schon um die gelben da oben. So voll anime-mäßig, cartoon-mäßig. Das kommt alles mit der Schminke. Ja, kann sein, ja. Krass. Ich hab mal eine Frau gesehen mit richtig geilen Smokey-Eyes, Alter. Ich hatte auch mal Smokey-Eyes-Augen. Ja, bei dir bringt das nichts, du hast schon braun hinter. Okay. Jetzt hat Tietje rechte Seite, versucht mal, dass ihr auch die Massepunkte von denen kaputt macht, weil wir müssen gucken, dass Nein. Ich hatte mal einen kleinen Unfall, dann ist die Tür gegen mich geknallt, gegen mein Auge. Das sagen die Frauen immer bei der Polizei, wenn es um häusliche Gewalt geht, ne, Donny? Ja, ich will jetzt das im war Video. Auch ihr Ex-Freund gewesen. Ach so. Ich wollte halt im Video nicht darüber Ach so, reden. Scheiße, Spaß. Wir sind ja hier im Ex-Freund, wir sind hier im Video, nicht im Ex-Freund. Hallo, wir kommen wieder hier zu. Kannst du mal kurz ein bisschen scouten hier? Sebastian, das wäre. Ey, Tim, du bist so ein Idiot, Mann. Sorry. Ja, sonst schick mir deine Affen hier dahinter, da ist in der Luft. Ach, fuck, wir werden jetzt. Sebastian, natürlich könnt ihr mir eure Wohneinheiten schnell geben. Das Problem ist, rechts kommt gerade auch an Luft, Dennis. Ja, aber der hat doch Anti-Air, ich nicht. Dennis, denn du, deine Einheiten positionierst du zu nah bei uns, dadurch verliere ich die Massepunkte schon wieder. Hä? Ach so, ja. Entschuldigung, Chef. Gute Arbeit, Herr Ingenieur. Cool. Und jetzt haben wir dann coolsten noch, wir nehmen die Massepunkte auch noch ein. Ja, ja, hab schon angefangen. Und sammelt alles Mögliche an Masse auf. Da ist der Rote. Wo ist der Rote? Der steht da direkt. Los, Bomber, Bomber. Habt ihr Bomber oder sowas am Start? Los. Nein, ja, doch. Alle, die aus dem Maul kriegt. Gib Gas, guck mal, wie der aus dem Maul kriegt. Nimm der Grau, komm mit Tech 2. Ja, Sebastian, zieh mal deine Einheit etwas zurück hier oben. Oder gib sie mir. 3. Die werden gleich überrannt. Es kommen 3 Leute hier zu mir. Ja, ich seh's. Problem hier. Hier kommt jetzt ein Riesenproblem gleich. 3 Leute kommen auf mich zu. Ja, das ist doch deine T2-Boss. Das schaffst du doch. Das ist nicht wenig, Dennis. Ja, das siehst du mal. Er hat schon 2 am. Auch so, da kommen auch schwere Panzer. Okay. Kommt noch ein bisschen einfach mit Luft, dann passt das schon. Da der Blaue nicht mitzieht, gewinnen wir an der Stelle. Da, der Fehler ist der Blaue gerade. Der bleibt stehen. Dadurch haben wir das hier geschafft. Aber warte mal, das T2 ist durch. Ich hab gleich den Jetzt kommt erst der Blaue. Boah. Oh oh, wenn der Blaue jetzt kommt. Hey, du hast da nur einen Panzer.
Das nennt sich definitiv ein Problem, was wir gerade haben hier. Du hast auch nur ein Kanonenboot da oben. Der Rest ist tot. Was soll denn das? Was steht denn mit seiner ECU noch hier vorne, Alter? Ach, der Junge da. Boah, wenn die wüssten, dass die hier so reinlaufen könnten gerade eigentlich. Ja, toll. Das sind doch nicht. Die haben's gehört, denn jetzt tun die das. Ey, wir werden jetzt hier von drei Leuten gerade angegriffen. Die rote ACU ist noch hier, Tietje. Da irgendwo. Ich weiß, aber okay, er macht einen Fehler. Dennis, du bleibst oben, bitte. Ja, okay. Du kannst wieder zurückgehen. Die machen Fehler. Die wollen mich nicht angreifen. Da die das nicht machen... Ja, die haben halt Angst, weil die das nicht realisieren, dass sie eigentlich gerade voll die Chance haben. Naja, du hast Tech 2 Luft, Tietje. Und sie haben nur Tech 1. Ich mache hier gerade die 2 Verteidigung hin. Der rote greift an. Weißt du, ob er mit seiner SCU angreift, hier, schwere Panzer? Ich brauche Abfangjäger. Ich bin unterwegs. Matisse, kannst du mal einen Tech-2-Kanonenboot da hinschicken? Der hat keine Luft. Jo, warte. Also keine Anti-Air dabei. Sehr gut, Dennis, was du machst. Sammeln. Ich habe drei Dinger auf Tech-3 schon. Da fliegt doch zurück, Mensch! Ey, da wird nicht weniger. Boah, der Masse, der Strom, der da oben kommt, der ist krass. Also muss ich mal ganz sein. Der hat nur schwere Panzer, der Junge, Alter. Aber wie viele? Ja, eben. Schlecht. Das ist das Problem. Ja, er hat aber keine Anti-Air mit, oder? Doch, da ist eine Tech-2-Flak, da musst du raufgehen, der Tietje. Warte, sofort. Eine. Das heißt sofort, die ist jetzt weg. Scheiße, ich hab die nicht gesehen. Ich kann auf T3 gehen, ne? Ja, mach ich auch gleich. Ich brauch nur dafür mehr Strom schnell. Ich brauch auch gerade. Dann gebe ich dir gerade immer wieder ganz viel. Nee, Strom, ich brauche nur für den Moment, wenn ich auf T3 bin, Strom. Weißt du, so meine ich das. Dann baue ich noch mal ein bisschen Speicher, Tim, ne? Ey, der hat T3! Der Graue ist auf T3. Was ist der UEF? Ja. Ach, der hat die Gammelbots auf T3, die kannst du sogar wegfetzen mit deinen Tech 2. Jetzt, Achtung, wird's hier vorne, jetzt wird's hier prickelig. Prickelig. Prickelnd. So, jetzt machen wir mal hier den ganzen Weg frei. Guck mal, der sammelt nämlich alles auf dahinter, der Penner. Das müssen wir mal verhindern hier gerade. Die ganze Masse, die der für dich sammelt, er auch. Wenn er jetzt die T2-Verteidigung ballert, da gut. Scheiße, der Blaue kommt noch mit T1. Und jetzt gehen wir mal sofort hier oben auf die. Von dem gehört auch die halbe Map. Der Rote greift von links an. Achtung! Das ist irgendwie fiese Luft gerade hier. Ich hab geputzt. Ich produziere gerade keine Einheiten mehr, weil ich gerade auf 3 gehe. Was hab ich gemacht? Achtung! Luft! Rück mal nicht vor, Tim. Rück mal nicht vor. Ja, aber ich will hier gerade ein bisschen... Ja, aber ich produziere gerade nichts, weil ich gerade auf Tech 3 Boden gehe. Okay. Wir brauchen Hilfe hier, weil. Wenn ihr was Luftmäßiges habt.
Die haben keine Anti-Air dabei, ne? Und die kommen alle one by one. Chucky? Ach, ich stell mir grad vor, wie hat dieses Puppe riechen. Ich glaub nach Schmetterling. Mein was riecht? Kann ich mich verarschen? Was denkt die denn gerade? Oder so eine Mischung, da die auch orientalisch angehaucht ist, irgendwas mit Honig. Oder Knoblauch. Das wäre scheiße. Ich liebe Knoblauch. Bei mir riecht alles nach Knoblauch. Armer Donny. Wir brauchen mehr Luft. Riecht nach Jasmin. Alter, was da links für eine schwere Panzerarmada kommt, Mann. Wir müssen uns jetzt entscheiden bald. Ja, rechts steht ja ein bisschen Tech 2 Dev. Oder ist ein Percival rechts? Quite hard. Ja. Oh, ich wollte auch noch mal ein bisschen zocken. Bin ich erstmal eben im anderen TS ein bisschen FIFA zocken. Ja. Falls ihr da auch zocken. Auch falls ihr überhaupt mit dir zocken wollt. Es ein bisschen später. Es splittet seine Armee auf. Ich hab T3. User disconnected. Ja, aber da links sieht's echt scheiße aus. Ja, es splittet seiner mehr auf. Ich bin jetzt auch T3. Ey, versucht. Katice, helft lieber mit der Luft gerade hier. Das ist eine viel wichtigere Schlacht als die da oben, weil die da oben passiert gerade nichts. Versucht mal darüber zu gehen. Achtung, Leute! Dennis, brauch Verteidigung oder sowas! Super mit der Luft. Jo, danke schön. Jetzt wird er links die Basis wahrscheinlich plätten, ja. Vor allem, wir müssen dem seine Scheiße da hinten mitmachen. Die sammeln alles. Ja, guck mal, Sebastian hat ja genug Gunships da. Geht da. Ja, das ist super, was der Sebastian hat. Das ist perfekt. Ist alles weg da links. Gunships bei mir, über der Basis. Ich hab da keinen Abfangjäger mehr. Da ich nur Bomber baue. Leute? Ja, ich bin da jetzt. Okay. Och, da kommt gleich eins vom Gelben. Ich mach der jetzt, lebt auch noch. Ich muss jetzt hier mal leider vorrücken. Ich hab's gewusst, ey. Jetzt sind meine Kanonenboote weg. Scheiße. Hatice? Ja? Da muss jetzt was kommen. Was denn? Ja, der Sebastian hat Probleme. Der Sebastian macht gerade die Luft. Guck mal, was da unten passiert. Ich baue doch eine Bombe. Was soll ich denn machen? Ich hab Abfangjäger. Alter, die Beine so ein Bots, Mann. Ja, die Armee hat sich erledigt. Mal hier bitte gucken, was da über Wasser kommt. Wir brauchen nichts mehr Radar, Dennis. Ja, ich baue mal eins. Bei meins hat er kaputt gemacht, der kleine Motherfucker. Ich sag, oh, baut einfach überall Massextraktoren. Ja, dann mach sie weg. Ey, der Spaß kotzt mich gerade an. Kommt Tech 2 Jagdbomber, wunderschön.
Wo, was, wie, wo? Links. Ach so, ja, die kommen die ganze Zeit schon. Ich mach mal hier einen Vorstoß, weil ich sonst gehen wir uns zu sehr anziehen in diese Defensivposition. Ja, mach das. Und ich guck mal, dass du mit den Bombern nicht auf mich ballerst, sondern eher auf das, was gerade nicht da ist. Also das, weil die treffen mich leider. Boah, der macht das richtig gut, der Typ. Der lässt alles Mögliche hier aufsammeln. Geht bei uns vor die Basis, sammelt mal alles auf. Ja. Der Typ ist gut, der ist richtig gut. Der Rote hat Raketen gebaut. Ich greife jetzt den Roten in der Basis oben an. Ich gehe da hoch jetzt. Boah, auch ein größeres Radar. Fuck. Könnt ihr mir so ein bisschen den Weg hier scouten gerade, weil ich nicht in die Entfernung sehen kann, weil unser Radar nicht weitergeht? Sofort. Danke. Bomber bei mir oben. Ich verliere die ganze Armee, weil ich nicht in die Entfernung sehe. Die wandern auf mich, bevor ich die sehe. Naja, du machst. Achtung, Raketen kommen! Ja, auf dich. Hast du Def? Ich freue mich auch gerade Def bei mir. Oh, du mischst ihn aber gut auf den Runden da. Ey, der Rote hat ja 3 Luft. Dann streck euch an. Das ist ultra schwer. Dem kannst du Tech 3 Omnisensor gehen, oder? Ja, das mache ich jetzt sofort. Deshalb bin ich gerade auf Tech 3 mit meinem Commander gegangen. Ey, das läuft gut eigentlich. Guck mal die Punkte an. Was geht? Meine sind jetzt gerade ein bisschen runtergegangen, weil ich jetzt kurz Extrakt aufgetecht habe, aber jetzt habe ich keinen Masse-Minus mehr. Jetzt hat T3 Massenproduktion gemacht hier. Ich gebe uns jetzt sofort Tech 3 Strom. Und dann gehe ich hoch. Okay, jetzt müssen wir gehen jetzt einfach mal nach oben zu dem Typen, zu dem Frauen. Wir müssen das hier kaputt machen. Ja, da gehe ich jetzt auch hin. Aber das Problem ist, da ich durch diesen fehlenden Omnisensor nicht sehe. Alter, kann ich das da? Bitte? Oh, ich krieg's gerade. Huch, was passiert schon wieder? Der TS ist am Ende gerade. Ja. So, ich flieg da eh jetzt hier mit der Luft. Jetzt ist wieder in Ordnung. Ja. Hä, was passiert das denn? Ey, der Typ hat da Tech 3, Ich hab dir doch ein paar Einheiten von mir gewonnen. Cool, danke Sebastian. Wir müssen jetzt, einer von euch muss sich jetzt entscheiden, nur noch hochzugehen bei der Luft. Ich gehe gerade auf T3 bei der Luft. Ja, ist gut, weil ich bin noch nicht. Gut, Tim, du hast gleich Tech 3 Omnisensor, das ist sehr geil. Dann drücke ich links dann auch mal ein bisschen vor. Ich hab 4 Percivals links. Ey, ich hab oben Luftprobleme. Außen, die macht irgendwie all meine.
ihr mich irgendwie mit Masse unterstützen könntet, wäre das ganz hilfreich. Warte, ich geb dir was. Mein Problem ist, dass ich hier oben gerade bombardiert bin. Ich tank auf, dann gebe ich es dir. So, wir gehen jetzt hoch direkt zu dem Typen. Alter, das wollte ich alles nicht sehen. Ach, der Typ ist ja hier. Der ist tot. Du bringst ihn um. Der Typ ist tot, wenn wir es schaffen. Alter, was aus dem Maul kriegt, der ist sowas von weg. Das ist ja geil, weil das ist der Wichtigste bei denen ist. Ja. Der stärkste gerade. Komm schon. Ja. Da war die Armee geht mir mit drauf zur Hälfte. Jawohl. Er ist noch nicht tot. Noch 500. Ja! Woo! Okay, jetzt die. Habt ihr ein paar Jagdbombe hier? Ganz schnell. Wir müssen so schnell wie möglich gucken, dass wir hochkommen bei der Luft. Oder doch? Was leckt das denn so, Alter? Achtung, Kanonenboote oben! Sorry. Warum hast du so gelacht? Hey, da ist eine... Ich krieg da jetzt alles in, was ich habe, an Luft. Der hat drei Kanonenboote, der Typ. Scheiße. Also ich hab dir jetzt schon mal einen Massenpunkt gegeben. Da muss der SU vom Roten sein, der ist Tech 3 Dev. Also ich hab dir gerade was gegeben an Masse, ich check den einen auch. Wenn fuck, ich verliere meine ganze scheiß Armee hier gerade. Alter, was steht da für eine Dev, ey? Meine gesamte Luft verloren. Ich auch. Oh ne, da oben ist... Richtet eure Basen darauf ein, dass wir gleich angegriffen werden per Luft. Muss ich zurückziehen wegen zu viel Tech 3 Dev da oben? Ja. Ich, ne? Ja. Da ist richtig viel Dev, siehst du ja. Gucken, dass wir hier durchkommen. Wir werden. Ah, ich hab 6 Percivals, ich könnte ja eiskalt durchs Wasser gehen, ne? Ja, dann mach es doch. Make it das happen! Ist jetzt die Frage, ob sich das lohnen würde. Und er kämpft und kämpft. Bist du eigentlich schon auf Tech 3 Luft? Nein, ich muss ja nebenbei noch Einheiten gerade produzieren. Ach, Tim ist ja schon. Ich geh mal hier oben längs, Tim, ne? Hey, ich scoute mal eben gerade, ja? Bitte, alle mal gucken. Ja, am besten guck mal links bei der Def hier, ob da die Router ACU steht. Kann mir jemand Strom geben? Nee, ne? Da steht ja, der gelbe steht oben, aber der gelbe... Ja, guck mal, wenn ich von hinten komme, ist er weg. Ich will irgendwo wissen, ob irgendwo ein Bot gebaut wird, das ist das Einzige, was mich gerade interessiert. Da ist ein Quantum Gate. Ja, ein Spider-Bot wird gebaut hier. Ja, da ist egal. Ich
Habt ihr noch was, noch einen Massenpunkt gegeben, Sebastian? Das ist gut. Danke dir. Wirklich, was auch noch sehr viel hilft, ist das Einsammeln von der Masse hier. Das liegt so viel rum. Ja, ja, ich weiß. Hauptsächlich, warum ich überhaupt so viel Masse habe, ist, weil ich das gemacht habe. Ja, ich mach's eigentlich auch die ganze Zeit. Deshalb sind die auch gerade alle nach oben gegangen. Ja, der Rot hat auch einen Bot, mobile Fabrik oben. Oh. Fertig? Ist fertig, die läuft gerade. Wo? Ja, war hier oben. An seiner Base. Hast du Stromausfall, Tim? Ja, ja, das ist ja mein Problem gerade. Deshalb bin ich ja schnell am Nachrüsten. Habe gerade jetzt einen Tick. Ja, Tick 3 Speicher. Ja, das bringt aber nichts, wenn du gerade, wenn mein Verbrauch bei minus 3000 ist. Nehme ich meine Anti-Air-Flag da oben weg. Pass auf, Leute, ich produziere mal eben einfach nur strategische Bomber, damit wir gegen das. Ehrlich, Mann. Der nimmt dir das ein einfach. Ich habe eigentlich so viele Bomber. Dennis? Ja. Ja. Kann mir das ist alles. Strom geben? Das ist alles Tech 1 und Tech 2. Sicher? Ja. Hat den doch gescoutet eben. Ja, aber es kommt auf mich zu. Dennis? Ja. Machst du was dagegen oder soll ich meine Armee jetzt wegziehen? Zieh mal. Setz den Sammelpunkt dabei. Das ist T3 und T2, nicht T1 und T2. Scheiße, Dennis, ist zu spät. Hä? Was denn? Es ist ein T3-Bot. Ja, mach das keinen Sinn. Der Rest ist T1 und T2, Alter. Guck, siehst du, ist total keine Bedrohung. Guck mal, ich hab voll viel Luft. Brauchst du nicht rüberziehen. Haben wir schon. Siehst du mal, der Rote rennt schon wieder weg. Wie die Fabrik nicht vom Roten hier oben? Wir werden gleich eine Zusammenkunft haben mit dem Ding da oben. Mit der mobilen Fabrik. Meint ihr, wir können die kaputt machen? Mit den Bombern und das ist ja ab. Ich könnte euch zum jetzigen Zeitpunkt. Sebastian, du erstellst Torpedobomber gerade. Oh, verklickt. Achtung, die mobile Fabrik schießt. Okay, ich greife jetzt an. Ich muss da oben jetzt angreifen, sonst ist es zu spät. Ja, ja, klar. Atice, die mobile Fabrik ist jetzt unser Ziel. Mit Bombern und sowas immer alles. Alter, da ist auch Tick 3. Ich schicke einfach alle Bomber dahin. Oder? Ja. Ja. Anti-Air muss dahin, TJ. Auch wenn es nur Tech 1 ist. Bei Tims Bomber sind jetzt weg. Hättest du mal mitschicken müssen. Jetzt sind die alle weg. Ey, was soll ich denn machen? Ich hab doch gar nicht so viel. Ist doch scheißegal. Ich hab einen Bomber dahin. Das ist viel. Fuck. Scheiße, der geht da hinten hin. Hier steht alles T3, T2. Da kommt der blaue. Alles nur schwere Panzer. Also ich kann die nicht alleine putt machen. Doch, das Ding ging so kaputt. Ich komm nochmal, ich kann noch. Luft. Ich muss auf Tech 3 kommen. Ich habe aktuell keinerlei Tech 3 Panzer mehr, ne? Oh, der Bot ist kaputt. Das ist doch gut. Ja, dann flieg mal mit. Der Spinnenbot ist noch hier. Könnt ihr den Spinnenbot erst scouten irgendwo? Er löst der Omnisensor. Achso, ja. Der Spinnenbot ist getarnt, den sieht keiner von uns. Oh, ja, erst wann fängt der braune Kreis an, Tim? Bei deinem Omnisensor? Ping mal. Mach mal einen roten Ping, wo der anfängt.
Hier. Da! Das könnte die Spinne sein. Wenn das ja, jetzt die Spinne ist, ja, dann lache ich mich gleich tot. Ja. Das wäre ein bisschen dumm. Ja, ist er. Was ist ja, er? Ist er. Gut. Der hat keine Flak! Atice, die ganzen Bomber rauf. Da zieht er sich zurück. Lol, da ist der Gelbe! Da steht der Gelbe ganz alleine, oder was? Ne, so support is you, never mind. Ist egal. Ja, es wäre voll witzig gewesen, wenn er so alleine steht. Hast schon gemerkt, dass du Pedobomber gebaut hast, ne? Ja, okay. Hab ich gemerkt. Hast du gerade Pedobomber gesagt? Torpedobomber. Ach so. Das Tor hast du davor vergessen. Den nicht gehört, nicht guten vergessen. Alten Pedobomber. Ja, einer muss doch hier den Nils vertreten, ne? Ist er schon weg? Ja. Du würdest auch an einem Teamspeak zocken. Daniel sagt schon scheiße. Auf jeden Fall kassiert sie gerade gut, die Spinne. Gute alte Spinne, ey. Ich bin halt unzufrieden. Warum denn? Wo ist denn die Spinne? Ey, die lebt dem kannst noch. Du mir bei meinem Fatboy helfen? Scheiße, die geht unter. Der ist schon halb fertig fast. Oder willst du auch ein Experimental jetzt bauen? Ich wollte eigentlich auch, aber ich kann dir gerne helfen. Den einen ja, ist doch perfekt, da wo der steht, können wir ihn direkt auch noch den... Leute, da steht ja die gelbe ACU. Nein, das ist wieder eine Hilfs-ACU. Nein, das ist eine Haupt-ACU. Woher weiß man das eigentlich? Ja, kein ja, weil da steht Armored Command Unit und nicht Support Armored Command Unit. Ah. Verdammt. Das ist ein Argument. Natschi, gibst du mir oben deine Einheiten bitte? Ja, Gelb, das war's mit deiner Armee, ne? Wo es immer eine Armee ist. Fuck. Er hat sehr viele Percivals, ne? Ja. Problem ist, dass die drei Spiele haben, die auf Tech 3 Boden sind. Und Dim und ich sind noch zu zweit. Wir haben links den Angriff abgewehrt. Ja, wir brauchen mal einen Fatboy, Alter. Wenn der fertig ist, dann können wir immer einen Deffen, weißt du? Ja. 52 hat er. Ich hab mal ein bisschen Tech 3 Anti-Air bei uns in der Base gebaut. Hast du auch schon, Tim, ne? Ja, cool. Ey, wie lang so ein Spiel geht? Ich war vorhin todmüde, jetzt bin ich hellwach. Ja, da fliegt irgendwas ganz Schnelles. Achso, strategische Bombe. Ja, okay, die sind tot. Warum lachst du die ganze Zeit? Behindert ist. Ey. Nee, nicht deswegen, ich wurde damals getestet. Nee, ich finde die Kombination von wasserfestem Handy und Skype interessant. Da ist noch ein Fatboy. Wo ist der Fatboy? Okay, ja, ist kein Problem. Ja, den kann man da schnell produzieren. Bitte. Der Gelbe greift irgendwie jetzt die ganze Zeit an, oder was? Ja. Ja, gut, Sebastian, danke. Heiz ihm ein. Hat jemand Masse für mich? Nee, du musst einfach aufsammeln, was bei unserer Basis liegt. Fatboy war 70% fast.
Hast du denn tatsächlich zwei Generatoren aufgesaugt, Tim? Ja. Manker Shit. Du hast ganze Massen hier eingenommen, die ganze Masse. Wer? Du. Ja, was frei ist, muss eingenommen werden. Ja, das wollte ich aber machen. Ist doch egal, Mann, er schert doch. Wenn dein Speicher voll ist, kriegen wir auch was ab. Also da steht immer noch die gelbe ACU, ne? Wo ist denn der Fatboy hin? Kann das... Was ist denn der Fatboy? Kann das da der Fatboy sein? Wirklich, ja? Einmal scouten. Kann der denn sein? Aber der müsste ja nicht hier da drüben sein, ne? Der schickt den doch nicht so solo los, oder? Mann, wie ist es nicht? Ich hatte aktuell auf jeden Fall 6 Bomber, das heißt, wenn wir angegriffen werden von denen. Da ist der Spinnbot. Wo ist der Spinnbot? Fatboy, dachte das, ich. Da ist ein Spinnbot. Nee, der Spinnbot ist der hier. Der läuft hier links. Und der Fatboy weiß ich nicht. Ich hab 6 Percivals. Irgendwie will meine Luftfabrik nicht auf Deck 3 hin. Immer noch nicht. Brauchst du mehr Strom? Nein, ich brauch Mast. Aber Strom ist auch. Ich glaube, Mast hast du genug. Hab ich nicht. Hast du vorhin noch gesagt? Wer vorne? Sebastian, kannst du deine Einheiten, die du hier unten am Boden produzierst, hier oben hinstellen? Dass wir da. Oder auch da den Ausgangspunkt haben, dann können wir da mehr. Wir machen. Aber ja, du hast recht. Ey, der Fatboy ist da vorne irgendwo drinne. Der muss da vorne irgendwo stehen. Sonst würde nicht so eine Formation machen. Wir scouten wir am besten mal. Und dann machen wir den direkt mit einem. Can we pause for 10 seconds? Ten, nine, eight. Von wegen, du hast keine Masse. Ja, ich saug das gerade auf. Ja, weil du alles aufsaugst, kann ich nichts saugen. Hä? Ey, wir sind 4 Männer, ne? Da ist genug zu saugen da. Ey. Ich saug nur so bei einem. Es ist so, wie der Dennis sagt. Wenn ich die Super Echo habe, dann share ich das an alle. Dadurch, dass ich Tech 3 Strom habe, ihr auch keine Probleme. Du hast zwar Minus da, aber du würdest nie ins Minus kommen. Okay, ich glaube nicht mehr. Ey, Alter, 10 Sekunden sind schon. Geile Partie, aber wir machen das schön. Und das Problem ist, die haben voll den krassen Massevorteil, weil die den einen Typen nehmen. Wir müssen jetzt mal einen. Einen da umbringen. Bring euch Glück. Ja, das ist echt schön, dass du da bist. They do not call me was? A genius for nothing, no. Also ich muss es schon sagen, also ich hab dich schon vermisst. Es hört ein bisschen auf zu schleimen, also es rutscht aus. Du hast echt keine Ahnung. Wo ist der scheiß Fatboy, Alter? Aber da oben ist eine Angriffsmöglichkeit für mich, sehe ich da. Sebastian, was, alles deine Einheiten, kannst du die nach hochschieben? Hatti hat Tech 3, woo! Danke! Danke, meine Fans! Ihr habt alle an mich geglaubt! Wenn wir Pech haben, ist das da, der Fett. Da hinten, da steht er doch, oben. Aber das Riesen... Bastian! Sind doch Kinder anwesend! Und Tim, du gerade meine Einheit gegeben, hab ich mal Klick gehabt. Ja. Mach deinen Punkt da oben, wo sie spawnen, bitte. Ach, scheiße, ey. So, Tim, wo soll der Fettboy hin? Stell ihn auch irgendwo so hin, dass zu deinen Leuten. Dass wir da auf Entfernung was machen können. Also der Enemy Fatboy steht da oben. Emma, könnt ihr irgendwie mal eben gucken nochmal, ob ihr irgendeinen seht, gelb oder so, weil ich habe aktuell 10 Bomber, der wäre tot. Ja, der wird vielleicht noch da vorne stehen, da bei der Base, siehst du? Da, ja, da steht er noch, siehst du ihn, ne? Ja, da steht der gelbe. Aber da ist auch Tech 3 Luft eher. Aber die Frage ist das die... Das ist die... Nein, das ist die richtige, das ist die richtige. Und er verarscht uns. Das ist die richtige hier. Ja, dann, Achtung. Welche ist die richtige? Und die rote oder blau? Die rote! Flächenbeschuss auf die. Warum gehst du ohne mich? Weil du nichts hast. Weil du zu langsam bist. Warte, ich hab.
Da sind zwei Bots, Leute! Wow! Hat der ein Schild? Oh, der hat ein Schild, Alter! Alter, da sind zwei Bots, Leute! Das ist doch scheißegal, wenn man ein Fatboy da ist, dann ist er auch... Sofort Angriff! Flieg schon mal vor, TG, flieg schon mal! Flieg schon mal los! Hey, dein fetter Boy ist fertig! Ja! Aber das sind zwei Bots, das ist ein anderes, ganz anderes Problem, das du gerade hast. Ja, das ist doch egal! Was macht ihr denn dagegen? Mein Fatboy wieder. Der eine Bot ist fast tot, Alter. Der hat 13.000 AP. Wie gehen los? So, auf den Bot oder auf den Commander? Hatice, gib mir deine Einheiten oben, bitte. Voll lächelt, die Bomber schießen. Hier auf den Bot mit 13.000 Health, genau. Ja. Du gehst genau auf den falschen. Hä? Nein. Ist egal. Aber ich hab den angeklickt mit 13.000. Sebastian, ich geb dir mal meine Flieger, okay? Ja. Tim, du hast ja deine Armada da oben. Kannst du deinen Sammelpunkt mal hier hinsetzen, weil die greifen jetzt zu zweit hier links an. Nur den Sammelpunkt mal da hinsetzen, dass das schon mal gleich versteht. Und hier muss gleich gescoutet werden. Weil die Spinbots sind schon da gleich da vorne. Mein Fatboy könnte schon schießen. Schick mal da einen Jäger hin. Da, hier. Sebastian, da ist der Spinbot schon. Das da oben ist kaum eine Armada. Ey, der fliegt uns! Es gibt einen Drop! Ist doch... Also ich hab Tech 3 Anti-Air in der Base, was habt ihr? Es reicht ja, wenn er das hinter meiner Armee absetzt. Wo ist der scheiß Wichser? Da hinten ist er. Der Fatboy ballert hier auf mich. Good job. Der Transporter ist weg. Ey, ich glaube, ich schieße auf seinen Spinbot, weil er zieht sich zurück. Ja, das ist sein Spinbot, ich schieße auf seinen Spinbot. Ey, wenn es der kaputte ist, dann ist er gleich weg. Wir verlieren hier unten alles. Ja, ich fahr hinter. Habt irgendjemand von euch Masse? Nein. Ich baue nicht. Oh, das ist der Spinbot, der fast im Arsch ist. So eine Scheiße. Strategische Bomber sind unterwegs. Viele ja? Strategisch. Der 1800 live. Ey, da kommt hier Tech 3 Gunships. Wahrscheinlich, ne? Ja, oder Tech 1. Oh, ja, der blaue überläuft sich an der Seite. Ja, sehe ich schon. Ich fahr schon mit dem Fatball rüber. Guck mal, Leute, was ich oben hinkriege gerade. Super. Na, du hast fast nur noch Anti-Air, ne? Ist richtig. Leider ein bisschen schade. Das ist schade. Aber es treibt die dazu an, umzudenken. Jetzt muss er in seine eigene Basis ballern mit dem Fatboy. Er ballert mit seinem Fatboy in die eigene Basis! Der blaue! Und der Rot steht auch! Ja, das geilste wäre, wenn er aber. Ne, wenn er da reinballern würde. Lo, hier ist ein Spinnbot, Leute! Wo? Da unten? Hat irgendeiner schnell Masse von euch? Ja. Ja, ich geb dir was. Leute, strategische Bombe. Sind schon unterwegs. Hier, auf guck mal, der Strom! Drei Stromdinger explodieren da! Wenn alles gut geht, ist der blaue gleich weg.
Ja, weil der macht nämlich gerade hier einen Angriff, aber sein Spinnbot kriegt der aber aufs Maul, bitte. Sebastian fliegt nach oben mit dem Bombern auf dem Blauen. Ja, bin ich doch schon. Du hast doch noch welche in der Basis stehen. Der kassiert doch schon. Oder ihr gebt mir schnell Masse. Nee, das. Ich glaube, das halte ich hier in der Base, glaube ich. Ja, aber der muss eigentlich. Der Blaue ist tot, oder? Nein! Gleich, komm doch nach. Der muss treffen! Der Bomberbug! Er wirft dich ab! Nein! Er hat Stromprobleme! Leute, meine Base. Gib mir schnell Masse, Leute! Irgendwas an Masse! Ich hab meinen Bot in 2 Sekunden fertig! Ihr müsst doch nur eure Bomber mal da nach links hinschicken. Machen wir doch! Ja, aber Sebastians Bomber steht da vorne. Alter, ich hau mir meine ACU hier ab, Alter. Nein, der ist gleich tot. 10.000, Alter. Das Problem ist, dass er meine Base jetzt plättet. Du hast doch Ding, Verteidigung, oder nicht? Ich hab den Strom! Nö! Oh! Der ist tot, Klaus, ey. Ey! Stellfeuerartillerie! Die haben eine Stellfeuerartillerie! Wer denn? Weiß ich nicht. Skandis. Scheiße, die gehen aber ganz schnell kaputt. Skandis, ja, irgendwo in der Base. Oh je. Ja, da gibt's nur noch eine Sache, Mann. Habt ihr das irgendwo gesehen, wo die stehen hat? Nee. Weil der geht ja um. Das ist schon wieder Cybron. Nee, jetzt lass doch einfach mal einen harten Angriff machen. Einfach alle möglichen Bomber auf den Blauen. Der muss schon mal tot sein. Vielleicht gehört dem Blauen sogar des Gardes. Ihr habt ja genug Bomber. Das gelb? Aber das ist die Hilfskommandoeinheit. Also der Blaue stand hier irgendwo unter dem Schild, ne? Aber der macht mir jetzt meine Energie gerade kaputt mit seiner scheiß Schnellfeuerbatterie. Batterie, scheißegal. Ja, ich muss auch irgendwie Schilde bauen, ganz schnell. Scheiße, ey. Scoutet gerade irgendeiner, weil du musst nochmal scouten. Leute, ich hab hier. Sebastian, du hast mittlerweile. So. Komm, wir müssen den Blauen kriegen. Beeilt euch, ne? Wir sind gleich. Hier, also die Base ist gleich weg. Ich weiß, deshalb. Ich bin ja auch. Habt ihr irgendwie Masse oder so? Ich bin gerade einen riesen Strom hier am Hochziehen. Ja, ich hab Masse. Hier, schickt ihr alles, was ich hab. Ein riesen Radar. Ach Quatsch, Radar. Schildgenerator. Ja, der hat die Energie kaputt gemacht. Scheiße. Ey, mein scheiß Commander hängt da fest. Leute, sucht mal bitte den Typen, den Blauen oder so. Ja, du weißt doch, wo er steht. Nein, weiß ich eben gerade nicht mehr. Boah, Alter, der steht da. Nein, sieh das jetzt erst. Da ungefähr. Ja, das wissen wir. Das ist das, was wir gehört haben. Da stand er vorhin. Ob er da noch steht, ist eine andere Frage. Ja, das ist echt eine andere Frage. Ich setz gerade den Gelben ein bisschen unter Druck hier, ich zerbomb seine Base da vorne. Weißt du, was das Witzige ist? Der NA, die schießt gar nicht mehr, oder? Oh doch, ich hab nichts gesagt, da kommt ein Schuss geflogen. Oh, ich dachte die ganze Zeit, ich bin Seraphim. Leute. Sebastians? Hast du den irgendwo gefunden? Oder den Gelben? Nein. Irgendeinen. Nicht alle gleichzeitig, lass in verschiedene Richtungen die Dinger fliegen. Die standen da vorne. Da standen doch zwei zusammen da ja, vorne. Ja, bleib doch mal ganz ruhig, Mensch. Bin doch ruhig. Was hat da geknallt? Das war die Support. Hier kommt von links hier, Scout. Da steht sie. Hoch, alle drauf, alle auf dem Blauen. Auf wo ist er? Ich hab ihn gerade nicht gesehen. Oh. Scheiße! Und wieder zurück, ey. Ich verliere gerade. Dennis, ein Fettboy. Jetzt, guck, Katische. Guck, jetzt los, sende los. Alle eure. Dass alle auch fliegen.
Da ist der Gelbe. Toll, boah, ist das ein fettbombiges Battle hier, Alter. Holy shit. Wieso hat der Rote uns jetzt so hart gescoutet? Weil er behindert ist. Ja, die kommen gerade nicht, die kommen gerade nicht. Scheiße, der macht gerade meine Tech 3 Fabrik hier kaputt. Ja, wieso, da kommen noch. Guck mal, T-Chips kommen alle durch da. Oh, wen, die kommen hier alle durch, Alter. Ja, volle Kanüle, Alter, voll in die Möhre. Jawohl! Voll. Direkt ja, auf den Roten, der steht ja daneben noch. Alles, was überlebt hat, direkt auf den Roten. Halt, wählt alle eure Dinger aus. Rot oder gelb? Da, rot, der rennt da oben drin. Lang, da oben ist er. Alter, wie jetzt zwei Fatboys auf mich ballern. Willst du mich verarschen oder was? Und kriegt er den? Oh. Ja, er produziert ja immer noch weiter, oder? Fuck, ey, hardcore bitte. Super, Tietje, was du da oben machst. Alter, mein Fatboy hat überlebt. Woo! Tim, da ist ein Fatboy im Wasser. Wenn du mit deinem Bot nach links gehst, ist er weg. Also die Schnellfeuerbatterie, ist die Schnellfeuerbatterie weg? Ja. Schießt er nicht mehr. Das war der Blaue anscheinend. Da ist der Fatboy links, oder? Ist das der? Jawohl. Gib ihm volle Kanne, Alter. Presse. Wieso fährt er voll in deinen Bot rein? Ist der bekloppt? Alter, das ist der andere Fatboy noch hier. Da hinten. Okay. Na, mach die lieber mit der Luft kaputt. Aber da knallt noch irgendwelche Raketen. Da kommt immer noch irgendwas durch. Mach den zweiten Fatboy bitte mit der Luft kaputt. Ja, Tatsache, irgendwas schlägt hier noch ein. Ah, hier, der Rote. Tech 3 Heavy Artillery. Der Rote hat noch 5000 Life. Hast du Masse für mich, Tim? Ich hab irgendwie keine Masse. Wer braucht Masse? Ich. Scheiße, mein Bot ist down, ey. Kann sie nochmal einmal jemand eine hinfliegen? Oh, scheiße. Die Chip mit dem, ja. Tech 3? Oder mit dem Tech 3 Scout, so, da mal da vorne. Weil ich schieße da mal jetzt volle Kanne hin, weil der stand ja vorher seine SEO. Alter, die sind echt 3-artig, Alter. Meinst du, kriegst du den roten Sebastian? Der steht im Schild, ne? Ja, das ist ein Schild. Irgendwo muss der Gelbe hier noch stehen, Alter. Da steht er! Da ist der Gelbe. Mit Schild. Genau neben der Tech 2 Dev.
Ach, ich produziere auch nur noch strategische Bomber gerade, ne? Alle diese scheiß Arti, Mann. Scheiße, der macht mir hier meine Fabrik kaputt. Ah. Meine Luftfabrik. Gesundheit. Wir sind nur noch zwei Leute, Mann. Wir sind zu viel. Die werden wir ja wohl schaffen. Das, unser Problem ist, dass die ein absolutes Massevorteil uns gegenüber haben. Ja. So, wie ist die Lage? Ich war gerade weg. Das Spiel geht immer noch. Cool. Ich habe schon drei strategische Bomber. Ey, das ist ein krankes Spiel. Das dauert manchmal echt über Stunden. Guck mal, der gelbe Move seine SU irgendwie weg. Und musst überlegen. Aber welche von den dreien ist es? Bitte was? Welche von den dreien ist es? Hm. Ey, die linke, siehst du doch. Armored Command Unit steht da. Ah, da oben. Okay. Support Armored Command Unit. Ah ja. Junge, Tim Space wird so David zerfetzt. Ja, Leute, ich brauch Hilfe jetzt mal hier. Wir müssen irgendwas mal machen. Lass ja, mal ein... hier, Atomrakete schon drei Viertel fertig. Geil. Nur so nebenbei. Das nervt total hart gerade. Haben die Def? Die haben keine Def, oder? Doch, der gelbe hier hat eine Def. Schau mal, ich hab gleich ein aber Ding, wenn ich das Moment als Kanonenboot fertig. Mit genug... Sowas sollte Donny mal streamen, weißt du? Das fliegst du denn schon wieder so alleine dahin, Sebastian. Ich nicht streamen, aber wir nehmen es ja gerade auf. Hatice, mach mal, hör mal auf, dieses Tech 2 Kanonenboote zu erstellen. Mach ich doch eigentlich. Doch, hier unten fliegen noch welche raus, das bei dir ist der Bass. Mach ich doch gar nicht! Aus Versehen. So, wie viele strategische Bomben haben wir? Ich habe zwei gerade. Oh, ich habe fünf. Das nervt so, wie der Typ mir da hart die Basis kaputt macht. Das gibt's gar nicht. Also, ich habe ein experimentelles Kanonenboot. Ja, dann geh auf. Ja, dann drauf. Aber auf den roten. Ihr braucht genügend Luftunterstützung an der Stelle. Genau, deshalb. Weil das Ding fliegt ganz schnell kaputt. Wer braucht Masse? Komm, produziert irgendeiner was Krasses gerade? Nein. Ja, eine Atomrakete. Gib mir Masse hier. Weil wenn ich die fertig habe, dann schieße ich die genau hier rein. Ja, ich würde sagen, den. Sebastian, dann da gehen wir einfach rein zum Roten jetzt. Ich stehe mit dem jetzt vor. Wo ist das gerade denn? Was? Wo ist denn gerade dein Kanonenboot? Bei mir, also da. Ach so, da, ja, okay. Ich flieg jetzt zu ihm. Ich schieb meine Luft an dich ran. Okay. Ich auch. Alter, ich hab Stromausfälle, Alter. Stromausfall. Produziert man irgendwas Heftiges? Nein. Nein. Gar nichts. Bestimmt ist da was kaputt gegangen. Wir haben genug Bomber, Tim. Wenn du deine noch zusammenpackst und Sebastian auch noch seine. Übernehmt meine Bomber bitte. Ich kann gerade nicht, ja? Ja. Ich hab 8 Bomber. Ich gebe die meine Bomber dem Sebastian. Los. Ich muss meine Basis hier retten. Der Typ macht mich verrückt. Da ist eine mobile Fabrik. Ja, der ist auch ein Schild. Der rote hat auch ein Schild jetzt. Ein Kanonenboot hast du fertig? Die Dinger, die fallen da runter wie sonst was. Ja, wirklich. Bringt gar nichts. Ja, aber es wird ja wohl was kaputt machen. Das ist doch mein Ziel. Da. Nein, ihr habt eure Bomber alle zu spät losgeschmissen. Nee, meine treffen alle. Na, naja, okay. Alle ein Schild rein. Toll. Danke, Sebastian hinterher. Ihr wart da irgendwie nicht so. Nicht so gleichzeitig. Scheiße, Mann, ey. Ja, warum? Da ist jetzt einiges kaputt gegangen. Jetzt kommen da nochmal 8 strategische Bomber. Wenn die Schilde noch down sind, aber du musst auf seine Arti gehen. Bist nicht auf seine Arti gegangen, oder? Nein, ich bin auf ihn gegangen. Das ist doch Arti scheiße. Wichtiger. Das ist scheiße. Wir kriegen es gerade nicht hin und ich bin nur noch meine Basis am Aufbauen. Ich kann überhaupt nicht mehr mitspielen gerade. Ja, ich merk's. Der Gelbe greift an hier. Im Rest, was er hat. Jetzt hat er meinen Strom hier gefunden, den er kaputt machen kann. Da
Also wie gesagt, der Gelbe greift von links an. Ey, mein Commander ist zur Hälfte tot. Oh, ey. Ganz ruhig, Tim. Ja, guck mal, was hier bei mir passiert, Mann. Meine Atomrakete ist gleich fertig. Wenn ich der Gelbe auch da oben. Bauen? Nein, das ist total. Das ist dieses Marvel darf das nie funktionieren. Dieses Ding. Das ist ja das Klasse, ey. Das ist ja keine Schnellfeuer. Das ist ja das Glückliche, sonst wäre schon lange tot. So, ich habe jetzt erstmal eine Atomraketenabwehr, haben uns mal schnell aufgezogen, ja? Ja, und ich habe jetzt eine Atomrakete, die ich jetzt genau dahin schieße, weil da keine Def ist und da seine ACU steht. Dann mach go! Warte, ich hab sie gleich. Oh, ich liebe dieses Geräusch. Sag, wenn du abfeuerst, wir müssen hier. Sebastian wird jetzt auch bombardiert wieder. Okay, ich schieß. Das Problem ist, er hat ein Schild. Ich weiß nicht, ob der Schild das aushält. Warst du das? Ich war das, ja. Sebastian, komm, wir gehen auf Nummer sicher. Wo ist denn der Gelbe? Der steht da. Genau da, wo das Atomzeichen ist. Okay. Die gehen jetzt mit dem Bomber noch auf dem Gelben, hinterher. Ja, die müssen auf Nummer sicher gehen, dass der Typ tot ist. Ja, er geht weg. Deshalb gehen wir auf Nummer sicher. Die Rakete ist schnell. Die Rakete ist echt schnell. Schnell. Los. Oh ja, sie trifft. Los, bitte. Oder? Nee. Doch. Jawohl! Ist der Gelbe tot? Ja, Gelbe geil. Ist tot. Okay, wir haben ein anderes Problem. Okay, jetzt haben wir ein anderes Problem. Der Rote macht einen Frontalangriff gerade hier auf uns. Ja, der Rote hat in seiner Base Death. Also da kann ich nicht reinschießen. Dann machen wir jetzt Bots und sonst was alles. Sammelt die Bots, die außen rumliegen hier auf. Und ein Riesenproblem nähert sich von oben. Seht ihr das? Die Percy. Das Riesenproblem ist immer noch diese Heavy. Ah, das ist unruhig, weil die ballert alles weg. Ja, ich kann nichts machen aktuell. Nee. Schick die strategischen Bomber dahin. Du mit deiner Break, du Penner, ey. Vielleicht. All die Fresse. Der geht mir langsam auf den Sack, der will dauernd eine Pause haben. Ey, vielleicht machst du Bier. Was denn deine Bomber? Schickt einfach die Bomber auf die Percivals. Hatice, alles losschicken. Was denn auch? Kann doch auch einfach mal aufgeben. Der macht mir gerade alles, der macht mir gerade meine letzte. Guck mal, das wehren wir ab mit den Bombern. Ja, aber das Ding oben nervt ja noch. Ja, aber genau. Das ist das eigentliche Problem. Ja, dann müssen wir jetzt nur noch Bomber sammeln. Ja. Deine ACU sehen wir ja. Ich hab 4 Bomber. TJ, du musst deine Jäger jetzt mal hochnehmen, denn die werden jetzt abgeschossen. Oh ne, er dreht einfach um. Warum meine auch immer. Meine kompletten Schilder sind weg. Ja, scheiße, und Sebastian geht gleich der ganze Strom hoch. Okay. Steht ihr nebeneinander? Oh, scheiße. Das hat mein Schild getroffen. Leute, was kommt hier durchs Wasser? Ja, da fliege ich jetzt mal hin, weil ich habe da irgendwie auch irgendwie Angst. Ich greife das mal an. Mobile Fabrik vielleicht. Aber das ist viel zu schnell, ne? Was ist denn das? Das kann ich auf jeden Fall nicht angreifen, toll. Das geht aber raus. Ach, das ist ein Percival. Der hat auch sau viel Luft, der Typ, Mann. Ja. Muss man ihm lassen, der ist gut. Da hätten wir auch mal eine Masse kaputt gemacht, jawoll. Spastiker, lass mal. Dein Schild ist kaputt. Ich habe noch die Tech 2 Schilde. Ich baue die ganze Tech 2 Schilde. Wie viele Bomben haben wir? Ich habe 5. Ich habe gerade alle verloren. Ich habe eine.
Der macht mich meine ganze. Der macht mir meine ganze Masse kaputt gerade. Scheiße. Fliegt der Schuss hin? Oh nein, voll auf den Energiegenerator. Alter. Ja, und jetzt ist der dritte Masse-Extraktor kaputt. Kann aufhören, produziert, geht nicht mehr. Das ist 2 Tech 3 hast du noch, ne? Ich hab 1 Tech 3. Ja, dann produziert. Ne, 2, okay. 2, ja, der produziert Tech 3 Abfangjäger, die kosten ja nicht so viel. Ich hab gleich einen Megabot. Das Problem ist, der schießt immer weiter, ey. Scheiß ja. Motherfucker. Vielleicht so 10, 20 Sprungball hätte. Der macht irgendwas da oben in der Base, Alter. Irgendwas macht er. Haben wir eigentlich Raketenverteidigung? Ja. Hat Tim. Aber wenn er zwei schickt, gut hintereinander, dann haben wir auch hier ein Problem. Du bist da oben ein. Nee, er hat ja noch nicht mal einen gebaut, so Raketenwerfer. Der baut noch eine Artillerie. Eigentlich müssten wir seine ACU gleich angreifen. Weil so viel Jäger hat er nicht. Nimm du gerade den Boden an, ne? Warte, also nicht, dass du irgendwie weggehst. Ich hab meinen Boden nur. Weil ich hab Ding Megabot, dann können wir ja zusammenlaufen. Hallo. Geh noch nicht mit deinen Bodeneinheiten. Ich bin die halbe Karte hier am Reclaim. Ich hab 8 strategische Bomber. 9. Ich hab auch einen Bot, mit dem mitgehen kann, Atice. Nimm das auch strategische Bomber wieder, ne? 4. 5. Wenn der meinen Strom reinhaut und dann. Was machst du mit den paar Bomben da? Warum haben wir so Stromprobleme? Ich nicht. Also ich baue gerade Tech 3 Strom. Meinst du, du kriegst ja was kaputt? Das kommt doch nicht da dran liegen. Oh, da kriegst du was kaputt. Oh. Okay. Der hat natürlich, da fehlt irgendwas. Der hat natürlich viel Tech 3 davon. Das ist ein Bot. Was ist das? Ach, Percival. Oh Gott. Schick einen Bomber hin. Ich habe 6 Jagdbomber. Zwei Kanonenboote. Oh oh, Strom ist frei. Die haben gleich Stromausfall. Oh Sebastian, du stehst neben Tim Strom, der gleich hochgehen könnte. Nicht gut. Scheiße! Wow. Warte, ich hab gerade. Ja, bei mir sind alle Schilder weg. Gerade. Der hat gerade komplett den ganzen Strom nahe belegt. Ich brauche gerade voll viel Strom. Also ich habe jetzt 8 strategische Bomber. Ja, mit dem beiden Extra-Mandels müsste es auch gehen. Ja, dann. Renn einfach alles rein, alles reinrennen. Dennis, warte, ich gebe dir mal bitte meine Bomber. Ja. Gib mir mal alle eure Bomber, ich habe 11 Er Stück weiß, dass er mich getroffen hat. Er will mich jetzt. Er will jetzt wissen, was er kaputt gemacht hat. Was war das denn? Da fliegt irgendwas. Aber es ist ein Abfangjäger. Ja, das Problem ist, er baut ja noch eine zweite Arti gerade. Ja, geh dann los, Leute. Antice, wir gehen jetzt einfach rein da oben. Ihr geht jetzt mit den Bombern los. Dennis, du hast die alle von mir. So, ich habe 20 Bomber. Beeil dich, Mann. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Meine Basis verliert sich hier gerade. Ja, ich sehe die SCU nicht. Ihr müsst mal da hochfliegen. Sebastian, gib mir deine Bombe auch nochmal. Und wir werden jetzt gleich. Dennis, du wirst unten angegriffen von dem einen Ding, was da noch lebt. Das könnte ich töten. Ach, der steht da rum da. Scheiße. Ja, ich greife an. Warte, ich geb dir mal meine Jagdbombe. Aber ich brauch's gar nicht zu geben, ich kann gleich mitfliegen. Ich hab ja nichts zu
Ja, guck mal, die Bomber fliegen schon selber, siehst du. Tim, ist weg. Die Einheiten, die Hälfte ist stehen geblieben. Junge, der hat da zwei Fatboys, glaube ich. Und Gatling Dev. Ah, oben schauen. Da ist er, da ist er. Genau. Lass uns oben lang gehen, Herr Tietje. Lass uns hier lang gehen. Nicht die direkte Verteidigung nehmen. Herr Tietje, du, ich greife an mit dem Bomber, ne? Machst du auch, ne? Ja. Geht dann los, Leute, gib dem. Arti oder der Typ? Die Abfangjäger noch. Abfangjäger noch. Deine Abfangjäger zuerst fliegen lassen. Zu spät. Oh, scheiße, die Bomber sind zu schnell. Egal. Ja, die sind zu schnell. Alter. Jawohl! Ja, Dennis! Boah, was für eine Explosion, ey. Ich fand das doch so geil, dass ich dachte, ich baue mal nebenbei eine Atomrakete, Alter, und damit kill ich sogar noch einen. Oh, wie geil. War hart. Oh, ich wollte da schreiben, nice game, Alter. Eine Stunde, Alter. Oh, das war mal eine gute Aufnahme. Ich habe gar nicht aufgenommen. Ey, bist du behindert? Wie, du hast dich aufgenommen? Das war eines der besten Spiele ever. Ich hab ausgewiesen abgebrochen am Anfang, weil da dieser Bug gewesen ist wieder. Ey, du bist so bescheuert. Hallo, wieso regt sich keiner auf? Chucky, Junge, ich bin fertig, Alter. Ja, ich hab trotzdem aufgenommen. Voll fertig. Ich hab trotzdem aufgenommen. Ja. Tietje, mach das auch nicht, Alter. Chucky ist gemutet. Wer ist gemutet? Chucky ist woanders. Ja, dann sagen wir tschüss, verabschieden wir uns. Warte nochmal. Ich will erstmal die Masse und so mir angucken. Ich gehe jetzt auch erstmal pennen, ey. Ich bin so fertig. Ich bin so arsch, ja. Ja, Leute, war richtig geil. Nugget, am Ende wieder. Das ist ein Game, Alter. Am Ende wieder so, alles. Und ausgekotzt und weggeschissen, ey. Am Ende sagen wir dir wieder schöne Grüße, mach's gut und. Bis, ich grüße den Chucky. Ja, und bis dahin. Ich auch, ich grüße ihn auch. Tschüss.